Dieses Video aus der Reihe Physikalische Chemie für Dummies beschäftigt sich mit dem Thema Heatpipes. Diese sind für ihre überaus schnelle Wärmeleitung bekannt, weshalb sie zahlreiche technische Anwendungen haben, wie zum Beispiel das Kühlen von Computern. Heatpipes leiten die Wärme so schnell, dass dies der isothermen Zustandsänderung nahe kommt. Heatpipes sind längliche, hermetisch verschlossene, metallene Körper. Sie sind mit einem Medium gefüllt, welches hauptsächlich flüssig, aber auch zum Teil gasförmig innerhalb der Heatpipe vorliegt. Als Medium wird häufig Ammoniak, Wasser oder Ethanol genutzt. Heatpipes funktionieren so, dass sie erwärmt werden und dadurch das Medium verdampft. Der Druck über dem Flüssigkeitsspiegel erhöht sich dadurch, und überall anders in der Heatpipe sinkt der Druck. Das Gas verteilt sich dadurch in der ganzen Heatpipe. Trifft das Gas nun auf Metall, welches kühler ist als der Siedepunkt des Gases, kondensiert das Gas und gibt dabei Wärme an das Metall ab. Das Metall gibt die Wärme durch Wärmeleitung an die Umgebung ab. Durch Kapillarkräfte fließt die Flüssigkeit nun zurück zum Ausgangsort. Das Ganze ist ein geschlossener Kreislauf. Um die Funktion der Heatpipe darzustellen, habe ich folgenden Versuch durchgeführt. Ich habe zwei Heatpipes genommen. Diese Heatpipe funktioniert einwandfrei, während diese Heatpipe an der rechten Spitze abgebrochen ist. Dadurch ist sie nicht mehr hermetisch verschlossen und hat die Wärmeleitfähigkeit einer Heatpipe verloren. Um die Wärmeleitfähigkeit darzustellen, habe ich Kerzenwachs an den Enden der Heatpipes befestigt und diese mit den anderen Enden in ein leeres Gefäß gestellt. Die rechte Heatpipe ist die funktionierende. Als nächstes habe ich 82 Grad Celsius warmes Wasser in das Gefäß hinzugegeben. Es dauerte nicht lange, bis das Wachs der rechten Heatpipe abfiel. Das Wachs wurde also sehr schnell erwärmt. Die kaputte Heatpipe erwärmte sich zwar, aber auch nach mehreren Minuten blieb das Wachs weiterhin kleben. Die kaputte Heatpipe leitet Wärme also im Vergleich zur intakten Heatpipe sehr schlecht.